Hallo, liebe Deutschlernende. Heute möchte ich mit euch ein bisschen über meine Reise in Vietnam sprechen. Ich bin jetzt schon seit fast einem halben Jahr in Vietnam und ich habe noch gar nicht wirklich darüber geredet. Ja? Und in 2 Wochen fliege ich auch schon wieder weg. Ich fliege nach Thailand, ja, ich fliege nach Chiang Mai und werde dann dort leben, ja, für 3 Monate, 4 Monate, 5 Monate, 6 Monate, mal schauen, ja. Das ist das, was ich zurzeit mache. Ich bin ein Perpetual Traveler, ein ewiger Reisender, ja. Ich reise um die Welt, ja, ich ziehe von einem Ort zum anderen und da ich mit euch kommunizieren kann, da ich euch Deutsch im Internet beibringen kann, ist das kein Problem. Ja, ich bin ortsunabhängig und deswegen reise ich von einem Ort zum anderen und es ist tatsächlich preiswerter, als in Deutschland zu leben. Ja, das fand ich am verrücktesten. Es ist preiswerter, von einem Ort zum anderen in Asien zu reisen, als in Berlin zu leben. Ja, ein schöner Umstand, denke ich, denn dadurch erlebe ich Gebiete, ich erlebe Orte wie diesen hier. Ja. Hier ist es sehr grün, ja, und wir haben auch hier wunderschöne Pflanzen. Ja. Hier sieht es nicht so schön aus auf der anderen Seite. Ja. Hier gibt es viel Verschmutzung, aber na, hier ist es noch in Ordnung. Ja. Genau, also heute möchte ich mit euch über meine Reise in Vietnam sprechen. Ja, zugegebenermaßen, ich habe nicht so viel von diesem Land erlebt, wie ich das eigentlich gerne hätte. Ja, ich habe leider nicht so viel unternommen, weil ich sehr beschäftigt war mit Authentic German Learning. Es war mir sehr wichtig, viel zu arbeiten und dadurch hatte ich nicht so viele Möglichkeiten, Vietnam zu erforschen. Aber ich werde das zu einem späteren Zeitpunkt nachholen, zu einem Zeitpunkt, wo ich auch mehr Geld habe. Ja, zugegebenermaßen, viele Dinge erlaube ich mir nicht, einfach weil ich denke, oh, ich habe nicht das notwendige Geld dafür. Ja. Aber man braucht ja eigentlich gar nicht so viel Geld, um Spaß zu haben. Deswegen denke ich mir, in Zukunft werde ich das ein bisschen anders machen. Ja, gerade wenn ich dann in Thailand bin, werde ich mehr erleben. Ja, ich werde versuchen, mehr zu erleben. Ich werde versuchen, mehr zu tun und mehr rauszugehen und nicht so viel zu arbeiten. Denn das gefällt euch vielleicht auch besser, ja, wenn ich euch mehr von der Umgebung zeige, wie zum Beispiel jetzt, dann ja, könnt ihr auch etwas von dem Land sehen. Ja? Und, ich brauche ja nicht viel Geld auszugeben, um die Umgebung zu sehen und so weiter. Ja? Also das sind nur meine Bedenken und meine Furcht, die ich in letzter Zeit oft habe, dass ich denke, oh, kann ich mir das leisten? Habe ich das Geld? Und so weiter. Aber mit Authentic German Learning geht es immer mehr bergauf. Und deswegen bin ich zuversichtlich, dass das nicht lange ein Problem sein wird. Ja. Also meine Reise in Vietnam. Ja, ich bin vor fast einem halben Jahr hier angekommen. Ich habe viel erlebt. Ich habe viel gearbeitet und 2, 3 Erlebnisse möchte ich berichten. Zum einen gab es eine Frau. Ich habe eine Frau kennengelernt hier und es war schön, Zeit mit ihr zu verbringen. Es hat leider nicht gehalten, das heißt, es hat
leider nicht funktioniert. Ja. Wir sind wieder getrennt, aber es war eine schöne Erfahrung und sie hat mir auch etwas von ihrer Heimatstadt hier gezeigt. Ja. Und ja, es war eine schöne Zeit und teilweise denke ich, es wäre besser gewesen, mehr zu arbeiten zu der Zeit. Ja. Das war eine Zeit, wo ich sehr wenig gearbeitet habe und danach habe ich dann wieder sehr viel gearbeitet. Insofern, Balance ist eigentlich wichtig. Ja. Man will eigentlich diese Balance haben zwischen Vergnügen und Arbeiten, ja. Freizeit, Arbeiten und so weiter. Ja. Man möchte eigentlich eine Balance haben. Aber nun gut, das ist mir in den letzten Monaten nicht so gelungen, aber ich habe gute Vorsätze fürs nächste Jahr. Ich habe gute Vorsätze für Thailand, dieser Balance besser hinzubekommen und euch auch mehr von der Umgebung zu zeigen. Das ist zum Beispiel ein Grund, warum ich teilweise nicht so gerne etwas von der Umgebung zeigen möchte, weil es hier zum Teil auch sehr dreckig ist. Ja, es ist zum Teil auch sehr dreckig in Vietnam. Was gab es noch? Die Polizei hat an die Tür geklopft um Mitternacht und wollte etwas haben, was ich in dem Moment nicht hatte. Auf jeden Fall musste ich Strafe zahlen, weil irgend so ein Dokument nicht vorhanden war. Und das war eine sehr... Das war mein tiefster Moment oder ein tiefer Moment, ja, außer also die Beziehung, die nicht geklappt hat. Ja. Das war ein sehr tiefer Moment in Vietnam, so eingeschüchtert zu werden von der Polizei. Also es ist doch schon sie nennen sich eine kommunistische Republik oder sozialistische Republik nennen sie sich. Genau, sie nennen sich eine sozialistische Republik. Und es kann schon mal sein, dass die Polizei um Mitternacht klopft und wissen möchte, ob man ein bestimmtes Dokument hat. Und dann war es nicht nur ein Polizist, sondern es waren gleich 6 Polizisten und ein Übersetzer. Und das war meiner Meinung nach dazu da, um mich einzuschüchtern. Das war dazu da, damit ich Angst habe. Ja, gleich mit 6 uniformierten Leuten um Mitternacht an der Tür. Und ich denke, das ist nicht gut, das ist nicht in Ordnung. Ja. Insofern hatte ich nach diesem Erlebnis ein schlechtes Gefühl in Vietnam. Beziehungsweise ein Teil von mir dachte sich, ach, was für ein Scheißland, ja, dass sowas möglich ist, ja, dass man so von der Polizei eingeschüchtert wird. Ja. Und da hatte ich einen bitteren Nachgeschmack, wie man im Deutschen sagt. Ja. Ich hatte einen bitteren Nachgeschmack. Ja. Das Land hat sich nicht mehr so toll angefühlt wie vorher. Ja. Vorher war alles, hey, alles ist super, alles ist toll. Ich brauche keine Angst zu haben vor irgendetwas, alles läuft super, alles läuft toll. Und dann kam dieses Erlebnis und ich dachte mir, ach, was für ein Scheißland. Ja. Nichts gegen Vietnam im Ganzen, also wenn du Vietnamese bist oder in Vietnam warst, es ist ein schönes Land. Aber eben dieses Erlebnis hat einen schlechten Eindruck auf mich hinterlassen. Ja, und das dritte Erlebnis war öfters klettern zu gehen. Ja, ich hatte eine sehr gute Erfahrung hier in Vietnam, Sport zu machen. Ja, ich habe Sport gemacht, indem ich zu einem Ort gegangen bin, wo man klettern kann. Und dann bin ich dort geklettert und das hat sehr viel Spaß gemacht. Ja, und ich habe auch dort mit der Frau geklettert. Ja, ich bin auch mit der Frau geklettert dort, die ich kennengelernt habe hier. Und das hat sehr viel Spaß gemacht. Ich habe alte Bekannte hier getroffen. Das war auch schön, ja. Ich habe einen Deutschen hier getroffen,
den ich aus Berlin kannte und der mich auch dazu inspiriert hat, hierher zu kommen. Und ich habe auch jemanden kennengelernt, den ich auf der Polyglot-Konferenz kennengelernt habe. Ich habe auch jemanden getroffen, den ich auf der Polyglot-Konferenz getroffen habe, ja, kennengelernt habe. Und das war schön. Und im Großen und Ganzen, ich würde zurückkommen. Ja, jetzt hatte ich, weil ich ein Grünschnabel war, ja, weil ich noch grün hinter den Ohren war, ja, weil ich ein bisschen naiv war, weil es meine erste Reise in Asien war, habe ich ein paar Fehler gemacht. Ich habe neue Erfahrungen gewonnen und ich denke, wenn ich das zweite Mal hierher komme, wenn ich jetzt woanders hingehe und dann später wieder herkomme, wird es eine andere Erfahrung sein und ich werde mit einer anderen Mentalität hier sein und ich werde auch vorbereitet sein auf das, was mich erwartet. Ja, worauf ich nicht vorbereitet war, war wie gesagt Polizei und auch wie die Leute hier sind. Ja, manche Leute sind verschlossener hier, sie sind nicht so offen und sie sagen manche Dinge nicht, beziehungsweise sie erwarten, dass man bestimmte Dinge errät. Und ich kann das nicht. Ja, ich bin ein sehr offener Mensch, ich sage, was ich denke und manche Leute habe ich hier kennengelernt, die nicht sagen, was sie denken. Und das war schwierig für mich. Aber jetzt bin ich vorbereitet, jetzt weiß ich Bescheid. Okay, Leute in Asien im Großen und Ganzen sind so und so. Und dann kann ich mich darauf vorbereiten. Ich kann entsprechend mit diesen Leuten kommunizieren. Ja, das sind so meine Gedanken über Vietnam. Das ist mein Reisebericht und ich nehme mir vor, in Thailand mehr zu berichten. Also vielen Dank für all die, die geduldig gewartet haben auf meinen Reisebericht und darauf mehr über Vietnam zu erfahren. Aber das war eine kurze Zusammenfassung meiner Reise in Vietnam. Vielen Dank, wie immer, fürs Zuschauen und wir sehen uns morgen. Tschüss!